Guten Morgen bei Trash Talk. Auch heute haben wir wieder spannende Themen rund um das Thema Plastik für Sie vorbereitet. Wir schauen uns in einem Unverpacktladen um. Unser Gast heute ist Malte Haas. Außerdem misst sich ein Lehrer-Duo im Lebensmittelwiegen. Und der großartige OPEX ist hier und heute live im Studio. Also bleiben Sie dran. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Was haben wir doch für einen wunderschönen blauen Planeten. Leider geht es ihm nicht ganz so gut. Der Grund sind wir Menschen mit unserem unaufhaltsamen Konsumverhalten. Und dadurch natürlich immer mehr Müll, immer mehr Verpackung, immer mehr Plastik. Plastik ist überall, von der Arktis runter in den Marianengraben, rein in unsere Blutbahnen. Dem Kunststoff können wir einfach nicht mehr entkommen. Und deswegen hätte ich eine kleine Zuschauerfrage an Sie. Bitte raten Sie auch zu Hause mit, wie viel Plastik, denken Sie, nehmen wir wöchentlich in unseren Organismus auf? Das heißt durch Trinkwasser oder durch Lebensmittel. Sind es A 0,5 Gramm, B 3 Gramm oder C 5 Gramm? Einmal per Handmeldung bitte. Wer denkt, dass es A 0,5 Gramm Plastik sind, die wir in der Woche zu uns nehmen? Okay, da meldet sich tatsächlich keiner. Bei B 3 Gramm? Ein paar, doch die Mehrheit. Und C, 5 Gramm? Ja, es ist unterschiedlich. Es ist unentschieden. Es sind tatsächlich 5 Gramm. Herzlichen Glückwunsch an alle, die richtig geraten haben. Wir nehmen pro Woche ungefähr eine Kreditkarte Plastik an Gewicht zu uns. Das ist ziemlich erschreckend. Damit zurück zur Sendung. Trash Talk kümmert sich um Nachhaltigkeit. Deswegen hat sich unsere Außenreporterin Lea einmal in einem Unverpacktladen in Köln-Nippes umgeschaut und sich nachhaltig Gedanken dazu gemacht. Habt ihr beim Einkaufen schon mal darauf geachtet, was alles in Plastik verpackt ist? Egal ob Obst und Gemüse oder Süßigkeiten, die meistens nochmal doppelt verpackt sind. Genau dieser Plastikmüll endet zu 79% auf Mülldeponien und somit dann leider in unseren Ozeanen. 79%, das macht umgerechnet ca. 4,9 Milliarden Tonnen an Plastikmüll. 4,9 Milliarden Tonnen, das macht auf den Menschen umgerechnet ganz allein 630 Kilogramm Plastikmüll. Seit 2016 gibt es hier eine Alternative in Köln, und zwar den Unverpacktladen Tante Olga. Tante Olga gibt es in Sülz und in Nippes. Und in Nippes sind wir jetzt gerade hier. Also schauen wir einfach mal rein. Eigentlich bin ich hier, um Müsli zu kaufen, und hier gibt es eine ziemlich große Auswahl. Vielleicht zu erwähnen ist, dass alle Nahrungsmittel hier bio sind. Somit tut man nicht nur was für die Umwelt, sondern auch für den eigenen Körper und vor allem auch für die Bauern. Ich habe jetzt die liebe Julia hier neben mir stehen. Julia, magst du dich ganz, ganz kurz mal eben vorstellen? Ich bin Julia und ich mache hier die Filialleitung im Nippeser Tante Olga Laden. Den haben Olga, Gregor und Dina gegründet aus dem eigenen Bedarf erstmal raus. Haben die erst in Großgebinden für sich selber und für Freunde eingekauft und hatten das immer in der Wohnung stehen. Und haben dann eben gedacht, der Bedarf ist größer, wir wollen gerne das mehr Leuten zugänglich machen. Die dann eben auch Müll sparen können, und haben das dann mit einem Ladenlokal probiert, und es war sehr erfolgreich. Es war der erste Kölner Unverpacktladen und funktioniert ja weiterhin ganz gut. Was tust du denn so in deinem Alltag, um Plastik zu vermeiden? Also wie sehr lebst du mittlerweile plastikfrei? Angefangen habe ich mit dem Bad eigentlich. Das heißt, ich habe meine Plastikzahnbürste gegen eine Bambuszahnbürste ersetzt. Ich habe meine Plastikzahnpastatube gegen Zahnputztabletten ohne Verpackung ersetzt. Ich habe Duschgel gegen Seife ersetzt. Ich habe Shampoo gegen Shampoo-Bits ersetzt. Das waren so die ersten Schritte. So, die Welt habe ich jetzt leider noch nicht gerettet, aber dafür habe ich mein Müsli bekommen, und das für nur 72 Cent. Und ich muss sagen, es fühlt sich deutlich besser an. Also der Berg
von 630 Kilogramm Plastikmüll ist gerade in meinem Kopf ein bisschen kleiner geworden. Ich finde, gerade jetzt ist es an der Zeit, seine Gewohnheiten ein bisschen abzulegen und wirklich vielleicht eher hier mal einzukaufen oder einfach mal daran denken, beim nächsten Einkauf einen Jutebeutel zu nehmen, keine Plastiktüte. Also ja, es ist einfach gar nicht so schwer. Er ist Mitbegründer und Vorstandsmitglied von Zero Waste Köln. Er importiert Kaffee mit Plastikturbinen. Kaum einer lebt so nachhaltig wie Malte Haas. Er verbrennt seinen Plastikmüll heimlich in deinem Haus. Dafür einen riesigen Applaus, Malte Haas. Hallo Malte. Hallo. Schön, dass du heute da bist. Dankeschön. Unverpackt Läden, wie wir gerade eben gesehen haben, erstmal eine super Sache. Mhm. Ich nehme an, du gehst dahin öfters einkaufen? Genau, richtig. Und wenn du dahin gehst, wie sieht das aus für dich? Du bringst eigene Gefäße mit? Genau, ich bringe eigene Gefäße mit. Also zum Beispiel so ein Baumwollsäckchen. Okay. Und da sind jetzt Kichererbsen drin. Super. Oder zum Beispiel auch, ich fahre sehr viel Mountainbike und Rennrad, habe ganz viele Trinkflaschen noch zu Hause. Die sind super leicht. Ja. Und da ist jetzt, ich glaube, es ist Dinkel, ist da drin. Also ich nehme meine eigenen Behälter mit und fülle die dann auf und brauche eben so gar keine Verpackung, keinen Verpackungsmüll mit nach Hause nehmen und habe dann zu Hause auch keinen Müll, der entsteht. Super. Und gibt es irgendwelche Produkte, die du darin nicht findest? Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Tatsächlich schaffe ich es, fast alles im Unverpacktladen zu kaufen, ja, bis auf Obst und Gemüse. Das hole ich mir hier in der Marktschwärmerei. Ja. Das sind also von lokalen Erzeugern hier aus der Region. Und klar, ab und zu gibt es Dinge, die ich dann nicht im Unverpacktladen bekomme. Mhm. Zum Beispiel Feta-Käse. Das ist so etwas, was ich noch verpackt kaufe, okay, ab und zu mal. Ja. Irgendwie, ja, auch was schwierig ist, ist pflanzlicher Joghurt zum Beispiel. Na, das gibt es nicht im Glas. Ja. Das gibt es nur verpackt in einer Plastikverpackung. Also okay, so ein paar Dinge gibt es noch. Okay. Genau. Und natürlich kaufe ich auch ab und zu mal irgendwas Größeres. Mhm. Wie ein Fahrrad, was ich mir vor einem Jahr geholt habe. Das gibt es auch nicht im Unverpacktladen. Ja. Aber fast alles so, was ich für den täglichen Gebrauch okay hole, ja, Unverpacktladen und eben ja, Obst und Gemüse noch irgendwo frisch. Ja. Hm. Dann würde ich ganz gerne ein bisschen mehr zu deiner Tätigkeit bei Zero Waste Köln wissen. Mhm. Ihr versucht in meinen Augen erstmal eine utopische Vorstellung von einer müllfreien Stadt zu erschaffen, also so Köln müllfrei zu machen. Genau. Wie sieht das ganz konkret aus? Genau, es ist eine Utopie letztendlich, aber ne, wir möchten halt dahin gehen, ne, immer mehr müllfrei zu werden und haben uns eben dieses Ziel gesetzt, dass Köln eine Zero Waste Stadt werden soll. Mhm. Und davon gibt es schon 400 in Europa. Also es ist okay möglich und ja, gar nicht so schwer. Aber noch keiner davon in Deutschland? Keiner in Deutschland. Okay. Und deswegen sagen wir ja, Köln, Zeit. So, Köln soll dabei sein. Ja. Und wir haben halt ganz einfach angefangen. Wir haben müllfreie Picknicks gemacht, einmal im Monat. Wir haben Kleidertausche organisiert, die super angekommen sind. Und ja, bekommen halt super Zuspruch. Immer also mehr Leute. Viel Öffentlichkeitsarbeit, um Leuten genau zu zeigen, viel einfach ja, die Dinge, die wir machen, genau, einfach zeigen, wie das geht und wie es auch Spaß machen kann. Mhm. Und jetzt merken wir, oh, jetzt kommen richtige Projekte auf uns zu, okay, zum Teil auch mit der Stadt zusammen, ja, wo dann wirklich in Bereichen, ja, wir in Bereiche reinstoßen, wo wir am Anfang gar nicht gedacht haben, ne, dass wir das so ja schnell hinbekommen. Ne? Und merken, ja, dann gehen wir eigentlich schon so in den Weg, ne, okay, in die Richtung. Ja. Köln wird und müllfrei. Wie kann man euch dabei unterstützen, wenn man denkt, super Projekt? Also einmal mitmachen. Mhm. Wir sind offen für jeden, der sich für das Thema Zero Waste interessiert oder sagt, ja, weniger Müll in Köln, das finde ich gut. Ja. Können also Leute aktiv mitmachen. Wir sind ein eingetragener Verein, gemeinnützig. Man kann spenden, das hilft uns. Oder einfach die Idee weitergeben. Okay. Also ich habe jetzt hier auch mal einen Flyer mitgebracht. Ja. Unsere Flyer sind natürlich keine Wegwerfen. Nicht zum Wegwerfen gedacht, sondern Flyer to Stay. Okay. Genau. Also eine Plastikkarte, die man. Ja, oder eine Papierkarte. Genau, sorry. Also wie ein normaler Flyer gedruckt, ja, aber den kann man eben ja, 100.000 Mal verwenden, einfach abfotografieren und spart so halt eine ja Riesenmenge Müll ein. Du persönlich lebst unheimlich umweltbewusst. Hast du ein paar kleine Tipps fürs Publikum hier und auch für die Zuschauer zu Hause, wie man denn anfangen kann, müllfreier, plastikfreier zu leben? Ja, erstmal danke für das Lob. Und tatsächlich war es bei mir auch so vor 2 Jahren, sah das noch nicht so aus. Mhm. Da bin ich also auch noch Auto gefahren, habe bei Amazon bestellt und ganz normal irgendwie normal okay im Supermarkt oder im Discounter eingekauft. Also ich denke,
es hilft einfach, sich ein bisschen Gedanken zu machen. Was hat das eigentlich für Auswirkungen? Wo kaufe ich ein? Wie lebe ich? Was hat das für Auswirkungen auf uns alle? Und mir dann eben so Schritt für Schritt einfach Themen rauszusuchen. Ne? Und wenn das zum Beispiel ist, dass ich sage, ich finde jetzt, ich möchte einfach kein Plastik mehr bei mir haben, dass ich sage, ich möchte plastikfrei leben, dann ist das vielleicht ein Schritt. Wenn ich sage, ich möchte mich vegan ernähren zum Beispiel, ne, dann wäre das eine Möglichkeit. Oder eben Zero Waste. Also es gibt verschiedene Ansätze, um so am Ende eigentlich aufs gleiche Ziel zu kommen. Okay, also einfach bewusster leben und sich Gedanken machen. Also ich habe angefangen, das allererste, was ich gemacht habe, ist mit anderen Müll aufzusammeln. Das war der erste Schritt. Dann habe ich Olga kennengelernt von Tante Olga, die wir vorhin gesehen haben, oder deren Laden wir gesehen haben. Da bin ich unverpackt einkaufen gegangen und so hat sich das einfach Stück für Stück entwickelt. Ja, super. Malte, vielen Dank, dass du da warst. Viel Erfolg mit Zero Waste Köln. Nochmal einen großartigen Applaus für Malte Haas. So, und jetzt haben wir noch ein kleines Spiel vorbereitet. Dafür begeben wir uns wieder hinein in einen Unverpacktladen, denn wir wiegen Lebensmittel ab. Dafür gebe ich einmal raus zu Lea, unserer Außenreporterin. Lea, welche zwei hübschen Menschen sind denn bei dir? Ja, erstmal Dankeschön, Melvin. Ich habe neben mir einmal stehen die liebe Katharina und den guten Fabian. Habt ihr beide heute Morgen denn schon euren Kaffee getrunken? Natürlich, jeden Morgen. Ja, vor 4 Stunden. Ach, super. Weil unser Spiel gleich macht ein bisschen Kaffeedurst. Deshalb schon mal gut, dass ihr Kaffee getrunken habt. Habt ihr Bock auf das Spiel? Natürlich. Ja. Ready? Irgendwelche Kampfansagen hier? Fabian, wir werden trocken, oder? Also, klar, ich mach dich fertig. Ja, das ich mich auch. Kampfansage. Das klingt sehr vielversprechend. Dann würde ich sagen, erklären wir mal das Spiel. Also, Mats ab. Wir spielen heute das Spiel Wiegen. Und zwar müssen sich jeweils beide Kontrahenten hinter diesem Tisch stellen. Beide bekommen eine Glasschale und gesagt, wie viel Gramm sie von jeglichen Lebensmitteln abwiegen müssen. Wie zum Beispiel 250 Gramm Nudeln. Beide Kontrahenten haben 30 Sekunden Bedenkzeit. Nach diesen 30 Sekunden Bedenkzeit muss jeweils jeder vortreten und diese Nudeln abwiegen. Je nachdem, wer näher an der Zahl dran ist, gewinnt. Wir spielen 3 Runden und dann würde ich sagen, auf die Waage, fertig, let's go! Hallo ihr beiden, Regelwerk verstanden? Natürlich. Na super, dann würde ich euch gleich mal hinter den Tisch bitten. Ja. Wir fangen an mit Kaffee. Ach, das war der versprochene Kaffee. Das war der versprochene Kaffee, genau. Ich hätte einmal gerne von euch, dass ihr 400 Gramm Kaffee abmesst, schätzt. Okay. 400 Gramm Kaffee in eure Glasschale. Ja. Wo kauft ihr denn euren Kaffee? Ah, ich habe eine Senseo-Maschine. Oh, ganz schlecht. Ja. Ganz schlecht. Ja, okay. Gib's zu. Alter Kaffeeladen in Kalk. Sehr gut. Okay. Dann bitte ich euch einmal nach vorne zu kommen. Das weiß ich jetzt. 400 Gramm Kaffee haben wir gesagt. Die Schüssel wiegt bereits 100 Gramm, deswegen wir möchten, dass der Zeiger auf 500 Gramm endet. Fabian, willst du einmal anfangen? Mhm. Oh, das ist ein bisschen wenig, das sind 230 Gramm. Okay. 231. 231 Gramm ungefähr. Okay, dann bitte nochmal zurückschütten. Und Katharina, du darfst. Ja, ich habe auch zu wenig, das ist mir schon klar. Dann gilt es 231 Gramm zu schlagen. Ich kriege 232 hin. Oh, das ist gar nicht so schlecht. Du hast auf jeden Fall gewonnen. Herzlichen Glückwunsch für den ersten Punkt. Yeah. Dann bitte wieder einmal hinter den Tisch. Ja. Wir spielen, Lea meinte ja gerade, drei Runden. Also wer 2 Punkte hat, gewinnt bereits das Spiel. Das zweite passt vielleicht zu dir, Katharina. Harte Schale, weicher Kern. Och, deswegen das ist aber lieb von dir. Hätten wir gern 300 Gramm Walnüsse. Okay. Okay. Ein paar Sekunden habt ihr noch. Letzte Nüsse fallen. Okay. Super, dann würde ich euch noch mal bitten, nach vorne zu kommen und die Nüsse zu wiegen. Fabian, willst du wieder anfangen? Mhm. Oh. Oh. Das könntest du. Den mal auspendeln lassen. Wir hatten 400 Gramm Walnüsse gesagt.
300 Gramm, oder? Habe ich das richtig verstanden? 300 Gramm. Ja, wenn du die ausmachen willst, dann gerne. Aber das sind tatsächlich ein bisschen zu viel. Wir sind bei 850 Gramm. Bitte einmal die Walnüsse wieder zurückschütten und Katharina, du darfst. Auch zu viel. Auch zu viel, aber nur knapp zu viel. Deswegen geht auch der zweite Punkt an dich. Herzlichen Glückwunsch. Bleib gerne noch vorne. Ach so. Du hast beide Punkte für dich entschieden. Ach so, entschieden. Ja. Deswegen ich hab schon herzlichen Glückwunsch. Yeah. Schnell, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch für den zweiten Platz. An euch beide zur nachhaltigen Zahnhygiene. Ihr habt eine Bambuszahnbürste von uns gewonnen. Vielen Dank. Und den Kaffee habt ihr natürlich fürs ganze Lehrerkollegium erspielt. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ihr habt euch großartig geschlagen. Nochmal einen großen Applaus. Was haben wir heute gelernt? Geht bitte mit Jutebeuteln einkaufen, geht öfters in Unverpacktläden und lasst das Plastik, wo es geht, weg und konsumiert einfach bewusster. Unsere Welt braucht dich nicht, aber wir alle brauchen unseren Planeten. Und das war's jetzt gleich mit Trash Talk. Vielen Dank, dass Sie alle eingeschaltet haben. Jetzt ist mir eine besondere Ehre, ihn ankündigen zu dürfen. Sein Name ist Alex. Heute ist unter seinem Künstlernamen hier OPEX das erste Mal live im deutschen Internet. Wir stellen ihn euch jetzt erst einmal vor, denn diesen Namen werdet ihr in Zukunft noch öfters hören. Hey Leute, ich bin OPEX. Ich bin Künstler und mache Rapmusik. Und ihr werdet heute meinen Song Hate Me or Not hören. Also seid gespannt. Yeah. Hip-Hop is dead and it's sad that rappers only rap about bitches and cash, man. They got no skills and they know that. Fake and act like they born with. Whisper lies just to provide their bullshit and nonsense. Don't shake the wrong hand or you'll have no own way. Ja, ich mache jetzt schon seit 13 Jahren Musik und schreibe meine Texte selber. Hab mit Deutsch angefangen, also Deutsch-Rap. Und ja, mittlerweile mach ich nur noch Ami-Rap, also komplett nur auf Englisch. Kick bars over bars, OPEX, the rap, the dream come true, so cats and do it to you, there's nothing you can do, curse. Das einzige Instrument, was ich beherrsche, ist mein Mund. Und damit kann ich halt sehr gut reden und natürlich Rap-Songs schreiben. Aber ich arbeite halt noch mit vielen anderen Leuten zusammen, die halt zum Beispiel dann noch aufnehmen oder Beats halt noch für mich machen. I level up, bitches, I level up. Every time I give a fuck, bitch, I level up. I'm not too proud, Eminem or Kendrick Lamar, but I still practice till I can reach the stars. Hip-Hop bedeutet alles für mich. Also es hat mich aus sehr vielen Situationen rausgeholt und mir auf jeden Fall sehr viel Kraft gegeben in manchen Situationen, wo ich nicht mehr weiter wusste. I level up every time I train my ego, make bad decisions, but shit happens everywhere we go. Shit, it's so OPEX, but nobody knows it. I'm just a kid with a dream, not a genius, but I still have some knowledge. So, jetzt genug gelabert. Ich komme erstmal vorbei bei euch. That you know, oh, it's too far for you can't reach. Tell me what the hell happened. Whack rappers, get the cheese, bitch, you offend me. My name is OPEX, and you know that I got flow and I rap like a bastard. You can stop me, you can try, but you fail. Bitch, I'm so cool, better never were in jail. I got the fucking best backup, and I don't mean on my laptop. 24/7 every day, I've been working hard and it's worth it. Rappers, they're looking for free racks. Crack after crack, we improve while I'm in the booth. Fucking skits, while your rappers stay whack. While your rappers selling crack, better as the rap, OPEX attack in this rap game. Hip hop is dead, and it's sad that rappers only rap with bitches and cash, man. They got no skits and they know that. Fake and act like they born with. Whisper lies just to provide their bullshit and nonsense. Don't shake the wrong hand or you will have no own way. Stop by the figure you're abusing the scene. You got cash in the car but you're losing again. Losing the game against OPEX, so we know that. They attack like a ninja and all black. You got no chance against us with the raw on killing spree. Enemies should be scared, you're black, but I don't really care if you ain't. You should duck before I shoot you right between your black.
blinded eyes. Not with bullets, I don't need to. Just as long I got my rhyme. You can hate me, call me lazy, but I stay kicking my lines. I may be skinny, but maybe I could kiss shit in the line. You should know I am Opex, I'm that ninja with the flow. You can hate me, but I won't stop this rap shit that's in my soul. You can hate me, try to fake me, but I stay spitting my rhymes. They will hit you like a bullet or a gun. Man, I can flex, but I got no cash. Got no mansion, living in the flat. I hang out with my squad with the bitches, cause I want to catch the vibes in the air. I am chasing my dreams, it's a long way, but my crew and me will make it big. I don't care how much it takes, I don't care how long my way is, but I'm sure I will die happy even without the talent. Killing beat after beat, but people still don't know who he is. Some hate me or call me names, cause they want to stay real and spit what I want, that's what I want.